West Coast. Okay. Und damit wieder einmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Outlast. Hier war noch der Fetzer gerade unterwegs. Ihr little pig. Fetzer? Da waren wir schon. Da ist er nicht, okay. Ah, er hat wirklich abgeschlossen. Okay. Wir sind jetzt, glaube ich, in den Keller. Dann Strom wieder anschalten sie wahrscheinlich, ne? Wir müssen jetzt da runter, rechts. Verliert der gerade Ausdauer. Der verliert Ausdauer dabei. Das ist nicht okay so. Ich stelle mir locker wegen Stromschlägen oder so. Wegen Strom, das ist. Oh, so. Ehrlich gesagt will ich hier nicht hin. Dokumente! Okay, okay. Dokumente? Nee, das ist J. Da. Im Kultra-Programm. Ich hasse diese langen Text. Wie lang ist der? Der ist sogar gekürzt, steht da. Oh, super. Der wurde sogar gekürzt. Okay, den Part drum kann man ja weglassen. Am Mittwoch, den 10. Februar 1954, wurden die hypnotischen Experimente und die Forschungen in Gebäude 13 in Mount Massive Preserve in Colorado mit folgenden Testpersonen fortgesetzt. Das wird gleich pervers hinstehen. Text. Gekürzt. Erstens, es wurde eine Posthypnose der vorgegangenen Nacht Finger zeigt, du schläfst. Hä? Du schläfst. Fingerzeug, du schläfst, hä, durchgeführt. Warum steht das da drin? Ja, das war, also wir meinen sozusagen, das ist die Hypnose. Also die haben eine Posthypnose durchgeführt. Ach so. Und das hat... Okay, okay. Ja, ist okay. Du musst schlafen. Hab ich hypnotisiert. Miss Jackson und Miss... Sorry, Jackson. Fielen sofort ohne weitere Anweisungen in einen tiefen hypnotischen Zustand. Miss Pierce wurde dann angewiesen, sie hatte vorher ihre Angst vor jeglichen Feuerwaffen zum Ausdruck gebracht, all ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen, um Miss Jackson, die sich nun in einem tiefen hypnotischen Schlaf befand, zu wecken. Wenn ihr das nicht gelänge, sollte sie eine in der Nähe befindliche Pistole ergreifen und diese auf Miss Jackson abfeuern. Ihr wurde gesagt, dass ihre Wut zu groß sei, dass sie nicht zögern würde, Miss Jackson zu töten, wenn diese nicht aufwacht. Zweitens, Miss Pierce führte diese Anweisung genau aus, feuerte auch die ungeladene Luftdruckpistole auf Jackson ab. In einen tiefen Schlaf. Nach entsprechender Anweisung wurden beide geweckt und konnten sich an den Vorfall nicht erinnern. Miss Pierce wurde die Pistole erneut gereicht, die sie aber im wachen Zustand nicht berühren oder vom Therapeuten entgegennehmen wollte. Sie stritt den vorangegangenen Vorfall vernehmend ab. Vehement ab. Alter, ich hab so Probleme, hier Texte zu lesen, ey. Mir gefällt die Musik so gar nicht. Entspannt dich das nicht? Nee. Nein. Batterie? Nee, ist ja nichts. Nee, da ist ja keiner, aber. Müssen wir gleich haben. Das wäre so toll, wenn es eine da gäbe oder so. Aber es gibt da keine Batterien. Wir brauchen mehr Batterien. Wir bräuchten so ein 10 oder 20er Pack. Das wäre gut. Who's there? Keiner da. Irgendwo jemand. Was müssen wir denn jetzt hier machen?
Aber drück mal C, war das. Oder was war eigentlich nach hinten gucken? Oder war das X? Es Ich habe keine Ahnung. gibt doch irgendeine Taste, wo du dich hin umdrehen kannst, so ganz schnell. Super. Muss mal in die Mitte. Oh, dann leichen. Upsi. Guck mal in deine Mitte jetzt gleich mal, was da ist. Mal gucken später. Na, Puppenraum. Ah, da. Boah, fuck. Okay. Was ist hier zu machen? Auch aktivieren gleich. Da bewegt sich was auf dich zu. Nicht, leise, 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 leise. Das Die Schlechter hat Schicht. deine verstecken sollen. Oh! Okay. Nein! Okay. Lauf da, wo es offen ist. Lauf da, wo offen ist. Da muss offen. Ja, da durch. Oh nein! Drüber und dann rechts, 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 rechts. Ist da was zu verstecken? Verdrehen! Was ist Arsch noch? Okay, jetzt. Hä? Hallo? Lauf, 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 spring, spring, spring. Hä? Du musst springen, ich hab springen gedrückt. Ja, du musst es mehr nach rechts. Als ob ich. Jetzt bin ich gestorben, wie ist die? Das dazu. Als ob ich jetzt die ganzen Pumpen wieder anschalten muss. Ja, das geht ja schnell. Also, ich bin gesprungen. Ja, das Problem ist, du warst wahrscheinlich zur Seite. Zur Seite. Ich war, glaube ich, was an der Seite, so ein Rohr. Wahrscheinlich musst du halt zur Mitte sein. Ich würde sagen, dein zweiten Raum war ja, du musst dich verstecken, ne? Wo? Im zweiten Raum, wo wir waren. Das heißt, ja. Wir tun. Was ist hier im Haus? Ja, beide Pumpen und den Hauptschalter. Ah, hier ist der Hauptschalter. Wo ist der Hauptschalter? Ist das der Hauptschalter? Ich weiß nicht. Wenn auch irgendwo anders. Jedenfalls mach, schalt die beiden Pumpen ein und dann versteck dich einfach. Also in zweiten Raum, das sind ja diese Dinger. So würde ich es machen. So. Nächste Pumpe. So, jetzt lauf, 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 lauf. Und schnell, schnell, schnell. Zumachen. Anschalten. Pumpe. Und verstecken. Und ausmachen. Vielleicht müssen wir auch erst jetzt raus, um den zu triggern, oder? Nee, warte. Wir warten, der braucht ein bisschen. Wir sind nicht da. Da ist er. Alter, warum muss der immer so Asthmatiker sein, ey? Scheiße, ja. Ich glaube, der ist neben mir. Ja, wir sind gerade Geist. Woher weiß ich jetzt, dass der weg ist? Ja, habe ich das Spiel programmiert? Keine Ahnung. So. Wir haben jetzt bald. Wo ist der Hauptschalter? Verstecken, verstecken, verstecken! Alter, ist das ätzend. Ich befürchte, wir kommen nicht drum herum, durchzulaufen. Da sind. Der ist gerade nach rechts gelaufen, also der ist jetzt gerade im Raum drinnen. Jetzt geht er wieder raus. Also, was ich befürchte, ist, dass wir durchlaufen müssen. Und aber wo lang? Ich bin jetzt gerade in den falschen Raum gerannt, ne? Da gab es
du weiter geradeaus durchlaufen, ne? Wo du drüber gesprungen bist. Der sieht dich. Oder auch nicht? Hallo? Oh, geh nach rechts, geh nach rechts, geh nach rechts. Oder links. Keine Ahnung, der kommt, der ist hinten. Wo der hier hinkommt, ey. Ist das ätzend. Ja, jetzt ist er schon wieder hier drin, ey. Alter. Ich befürchte, wir müssen den, also nicht triggern, sondern die ganze Zeit rumlaufen und der wird zu... Ich warte jetzt nochmal bis da raus und dann renne ich hinterher. Nicht. Was? Ja, schwer. Ich spiele noch ein bisschen rum. Ich spiele ein bisschen an mir rum, hahaha. Okay, gleich heißt es Run, Boy, okay, Run. So, ich verlauf. Run, Boy, Run. So, jetzt links, 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 links. Da drüber. Und jetzt links. Gucken, 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 gucken. Ich seh nix. F. So. Ja, super, ich los nix. Ja, du, gleich einfach drüber springen und dann wieder. Wir müssen so suchen, wo der ist. So, drüber und springen. Warte, warte. Okay. Er hat dich. Drüber springen. So, jetzt rechts. Geradeaus. Da war irgendwo ein Schild. Geradeaus, ja. Da rüber. Da rein. Verstecken. Schrank. Nee, da war ein Schalter. Rechts. Da, links. Hinter dir, da. Ist doch da ist ein Schalter. Lass den Schalter. Du schießt direkt vor dir. Ja, Schalter, aber kein... Ja, egal. Wir müssen das machen. Was meinst du, Schrank? Nein, kein Schrank. An ihm vorbei. Oh. Ja, da kannst du mehr beschreiben. Jetzt rechts. Alter, jetzt geh doch da... Ich bin da durch! Da war eine Wand, du bist gegen die Wand gelaufen! Ja, ich bin aber schon vorher rein, das war genauso scheiße wie vorhin, ganz am Anfang, dieser eine kleine Raum. Alter, ist das ätzend. Ja, du musst aber schon durch die Tür durch und du bist da gegen die Wand gelaufen. Ich hasse den Typen. Da lang. Aber genau so musst du es halt machen. Mann. Ja, Mann, du machst doch richtig beim ersten Mal. So, direkt rechts rum gleich. Du kannst ja so rumlaufen, ne? So verstecken, so auch ein bisschen. So. Jetzt links rum wahrscheinlich ein bisschen, weil der kommt da durch. Der ist jetzt so wahrscheinlich so außen rum. Da. Oder sollen wir direkt raus? Das kann dauern. Ja, okay, direkt raus. Da war noch im der Raum. Der kommt. Hast du gehört? Ausmachen. Ausmachen. Fährt das auch oder was? Die Geburt sprechen, Mann. Dann müssen wir jetzt mal, wir müssen auf diese mittlere Plattform vorhin fallen, da irgendwas machen und dann. Nein, wir rausrennen, glaube ich. Ich glaube, dann war es das. Okay. Wir könnten theoretisch noch in einem Raum, wo du das erste Mal gestorben bist, da die Batterie noch holen. Theoretisch. Oder wir können auf die Batterie scheißen, das ist nicht wichtig. Haar auf. Nein. Aus. Geh weg. Weg. Was ich mich frage, warum muss der eigentlich immer wieder die Tür kaputt schlagen? Ich meine, wir machen die auf und der so, nein, die muss ich kaputt schlagen. Ist der jetzt auch da? Ist der weg? Der ist weg. Ah, weiß der Typ nicht, wie man einen Türschalter, also einen Türknopf benutzt? Und so ist die Frage, nehmen wir jetzt noch die andere Batterie mit oder gehen wir einfach durch? Was denkst du? Nein, da müssen wir nicht.
Die Batterie oder was? Ja, hier war die Batterie, da rechts. Okay. Wir hätten den anderen Raum auch verarschen können. Weißt du, in welchem Raum? Wenn du jetzt hier gleich nach rechts gehst, geradeaus durch, da war ein Raum, wo du dich einmal versteckt hast, in dem Tisch, und über den Tisch drüber. Achso, ja. Da können wir das so machen, dass wir uns hinterm Tisch verstecken, er kommt so rum und dann rennen wir weg. So wie gerade. Ja. Aber da bin ich schon verreckt. Könnt jetzt auch schon rennen. Ja, mach. Jetzt. Cam? So. Aber jetzt einfach jetzt direkt links. Ich lauf direkt raus. Ja. Erstmal noch in die Mitte, ich glaube, da müssen wir irgendwas anschalten, ne? Ist da irgendwie in der Mitte noch kurz was machen und dann. Okay, jetzt weg. Da durch, ja, genau. Und jetzt, links, rechts? Drüber springen. Rechts durch. Oh, boah. Da kommt er. Wir müssen wieder zu Security Room, ne? Das ist lustig, ja. Ich will den Security Room. Ja, da hat er. Wir wollten das machen, wurden unterbrochen. Aber weißt du, was lustig wäre? Wir gehen da, wir wollen wieder was eintippen und dann kommt wieder der Pater, macht schon wieder das Licht aus. Das wäre assig. Nein, ich kann nicht mal mehr zumachen. Na gut. Okay, Hacking. Oh. Nein. I'm sorry, my son. Ja, ja. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel. All doors will open before you. Oh. Also, Warrider, Stufe 4 Hormone, das ist irgendwie der krasse Scheiß. Billy. Ich hätte schon immer Billy nicht gemacht. Wo sind die? Na, Gummizelle. Hauptsache Kamera dabei. Rest in Peace. Okay. F. Benny. Okay. He did not kill his enemies. Okay. Wir haben eine Notiz. N. Na, diesmal ist es wieder anders, Mann. Der Priester Vater Martin. Nein, Vater Martin! Hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge? Für welche bescheuerten Blöde immer. Dieser. Dr. Wernicke! Hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber ist er. Ist er. Wo lese ich jetzt bitte schon das R? Aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Rest in peace. Hallo? Ich hab's auf Band. Vergewaltigung! Hey, guck dir mal an. Zieht mich nicht an. Okay, ich hab das Fahrrad. Ich hab über Typen rum, ey. Ey, weg damit, ey.
Boah, ich dachte, es bricht irgendein Typ aus, wenn sie das verfolgt. Was passiert, wenn wir jetzt rangehen? Oh, hallo. Und du bist aber ein Hübscher. Okay. Kann er jetzt eigentlich erwischen? Bleib mal so. Ich will dich schon. Oh. Hallo. Hallo. So, ich glaube, der hat Blut im Urin oder sowas. Und ich glaube, okay. Er hat seinen Darm ausgeschissen. Er ist jetzt peinlich berührt. Wo packst du der sich da hin? Ich glaube, mir fehlt da am Auge. Ich war's noch. Wir haben nichts gesehen. Oh oh. Maybe Father Martin's. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher is knocked. It would be polite. Yeah. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him, we kill him slow. Such patience. God. His provides a way to follow the blood. And the liver, they are yours. Die Schunkler ist uns gerade verspeisen wollen. Die machen gerade so eine Liste, was sie verspeisen. Ich weiß. Und so oben drehe ich noch weiter. Ist gar nicht getestet. Okay, lese ich. Hauptsache erstmal so lesen, was dahinter steht. Ne? Die wollen uns gerade essen. Ja, egal. Standard. Wir sind mal jetzt ab schon. Ne? Wenn du das nicht essen wolltest, wäre ich ja echt schon beleidigt. Ne? Der hat der krasse Babo. Ist der da gerade? Meine Zeit ist um. Okay. Juhu! Da geht es hier. Also kommt die Typ mir zunächst weiter vor. Hier, jetzt, nächste Folge. Wir werden es. In der nächsten Folge! In der nächsten Folge, ja. Okay, bis dann. Ciao.